Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu einem neuen Video bzw. einer neuen Review. Die letzte ist ja schon ein bisschen her und heute dreht sich alles um Gizmo aus dem Gremlins Film. Ich hoffe, jeder von euch kennt diese Gremlins Filme. Wenn nicht, dann solltet ihr euch die unbedingt mal reinziehen. Eine sehr, sehr gute Figur von der Firma Necker und was diese Figur so zu bieten hat, das erfahrt ihr gleich. Ja, schauen wir uns Gizmo etwas genauer an. Als allererstes können wir ihn erstmal aus seiner Verpackung her befreien. Und was als allererstes auffällt, sind hier die Regeln. Die sollte jeder beachten, der sich mit den Gremlins auseinandersetzt. Vor allem kein hellen Licht aussetzen, nicht nach Mitternacht füttern und nicht nass werden lassen. Also nicht unbedingt duschen mit ihm. Aber im Großen und Ganzen ist er sehr umgänglich. Ja, die Verpackung hat die Aufmachung einer kleinen Holzbox eigentlich ziemlich gut gemacht. Hinten sehen wir nochmal ein kleines Bild von ihm. Und auch nochmal den Hinweis, dass man unbedingt die Regeln beachten sollte, um mit Gizmo gut klarzukommen. Ja, das war's zur Verpackung. Schauen wir uns die Figur ein bisschen genauer an. Er sitzt, also eine sitzende Position sozusagen und ist in meinen Augen eigentlich sehr, sehr gut verarbeitet. Ich habe schon einiges gesehen an Figuren, die nicht so toll verarbeitet worden sind, aber die hier ist sehr toll gemacht. Wir sehen hier die Augen sauber bemalt, ein sehr guter Aufdruck. Dazu haben wir natürlich auch noch so ein kleines Näschen und sein Mund hier. Das Fell ist sehr weich, also fässt sich schon fast an wie ein echter. Auch die Füßchen sind bemalt hier unten, schön weiß. Andere natürlich auch. Auch die Hände hier. Drei Finger hat der Gute. Und natürlich fällt als nächstes auf seine großen Ohren hier. Also die sind wirklich markant bei den Gremlins aus dem Film. Und die haben auch eine sehr, sehr schöne Struktur, wie man hier sehen kann. Ich hätte mir hier ein bisschen vielleicht Farbe noch gewünscht, vor allem hier so in dem Bereich, um ein bisschen mehr Tiefe zu erzeugen. Ja, gucken wir uns Gizmo ein bisschen von hinten an. Hier ist er ziemlich platt. Das liegt aber letztendlich daran, erstmal, dass er auch in der Verpackung passen muss, aber auch, dass der Kopf sehr, sehr schwer ist. Denn er hat natürlich auch eine Funktion, die werde ich euch gleich zeigen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass der Kopf hier ein bisschen runder ist vielleicht. Hier unten haben wir nochmal einen kleinen Hinweis. Von der Firma Necker natürlich. Und oh, was haben wir hier noch? Hier noch ein Stück von der Verpackung. Und auch hier sieht man schon, dass die Qualität eigentlich sehr gut ist. Ja, kommen wir zur Funktion, die Gizmo hat. Dazu müssen wir eigentlich nur den Schalter hier unten umlegen. Ja, wie ihr sehen könnt, hält sich Gizmo nicht zurück und möchte gleich seine Melodie kundtun, die er natürlich auch aus dem Film kennt. Und wie gesagt, er ist eigentlich sehr, sehr cool. Ich habe sie jetzt ausgemacht, weil ansonsten wird er ständig anfangen zu singen. Und meinen Augen, wie gesagt, ist das eine sehr, sehr gute Figur. Sie hat eine gute Qualität. Mit 35 Euro oder 30 Euro ist sie gerade noch im Preissegment drin, wo man eigentlich getrost sagen kann, ja, die kann man sich holen und sollte man sich holen als Fan der Filme. Es gibt natürlich noch andere Figuren und Plüschtiere, aber ich fand die eigentlich sehr gut, vor allem auch, weil er diesen kleinen Soundeffekt hat und natürlich auch mit dem Kopf wackelt. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Ja, also ihr müsst zugeben, er ist wirklich sehr, sehr süß und darf, wie gesagt, in keiner Gremlins-Sammlung fehlen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein.